Hier der Ablenker und Dario Bürgler steht da bei Jorgen van Bottelberghe. Hat er die Scheibe überhaupt noch abgelenkt? 1:0 für den HC Lugano in der 6. Spielminute. Und damit also diese erste Sturmformation der Tessiner bereits schon erfolgreich in diesem Spiel. Da kommt Wellinger. Ja, und dann ist es aber der Schlittschuh von Damien Brunner. Und Bürgler also muss da nicht mehr viel aus. Fuchs. Kampfei, der hat jetzt Platz hier, legt dann noch rüber und das ist der Ausgleich. Komarek und Hofer sind an der Scheibe. Siebte Spielminute. Hier ist es dann wohl Hofer, der diese Scheibe im Tor unterbringt. Jetzt. Gustafsson, Ablenker, Tor. Kessler, 2:2. Der EHC Biel geht in Führung. Tino Kessler ist der Torschütze hier in der 12. Spielminute. Und auch da nutzen die Gäste die Zeit. Die wenige Zeit, die man sich eben nimmt, dass sich da der HC Lugano nicht mehr orientieren kann. Eiskalt bestraft. Und perfekt natürlich auch das Zuspiel von Gustafsson. Wieder sehr schnell vorgetragen bei den Bielern und Hofer trifft erneut. 18. Spielminute. 3:1 für den EHC Biel. Und mit diesem Tempo der Seeländer haben die Tessiner ihre Mühe in diesen Startdritten. Komare. Fuchs. Fey. Legt ab. Hoffe. Und die Chance. Und das ist das Tor. Komarek zum 4:1. Der EHC Biel bleibt die effizientere Mannschaft heute Abend. Konstantin Komarek. 1,5 Minuten vor der zweiten Pause mit dem 4:1. Und da ist dann auch wieder Fabio Hofer im Einsatz. Suri Bürgler, Tor. Da ist das Tor zum 2:4. Dario Bürgler trifft im Powerplay zum 5. Mal. Insgesamt 14 Tore jetzt. Die Geduld hat sich da noch ausbezahlt bei den Tessinern. Und erst 5 Minuten gespielt in Drittel Nummer 3. Und dann kommt die Scheibe hier zu Pouliot. Marc-Antoine Pouliot und dann ist schon passiert. 5:2. Der Empty Netter von Pouliot. Und ich weiß nicht, ob man hier jetzt noch die Zeit und die Möglichkeit gehabt hätte, um den Wechsel rückgängig zu machen. Denn es war ja nicht so, dass die Bieler sofort hier in den Angriff gingen. Alle Tage vor, dass der HC Lugano 7 Tore erzielt. Wie in der letzten Partie gegen Genf. Servet Hofer dafür 3. Das ist der Hattrick. Fabio Hofer mit dem 6:2. 2 Minuten vor Ende der Partie.
Also bei ihm passt heute hier alles zusammen.